Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, verseuchte Eier, ein Dieselskandal, ja und auch die Air Berlin-Pleite sind einige Themen, die in den letzten Wochen nicht nur in den Medien präsent waren, nein, sondern auch zu Recht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch hier in Brandenburg viel diskutiert wurde. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger werden als Verbraucher oft verunsichert. Verunsichert, ob sie beim Einkauf im Supermarkt oder im Internet sicher ihre ausgewählten Produkte kaufen können. Sind sie bestens informiert? Haben sie all die Informationen, die sie benötigen? Gibt es eventuell eine Verbrauchertäuschung? Wie sind auch die Bedingungen für eine mögliche Rückgabe? Die genannten Fragen machen deutlich, wie wichtig ein starker Verbraucherschutz für mehr Lebensqualität der Menschen in Brandenburg ist. Und daher ist es für uns als Linke eben auch wichtig, dass wir die Brandenburger Verbraucher und den Verbraucherschutz heute hier in den Mittelpunkt der Diskussion der Aktuellen Stunde rücken. Wir wollen gesunde Produkte, faire Dienstleistungen, ja, den mündigen Verbraucher in Brandenburg. Aktuell wird durch das Verbraucherschutzministerium an der Fortschreibung der verbraucherpolitischen Strategie gearbeitet. 2012 wurde durch unsere linke Verbraucherschutzministerin Anita Tack nach einem breiten öffentlichen Dialog damals die erste verbraucherpolitische Strategie auf den Weg gebracht. Und das war ein neuer und, wie ich finde, damals zeitgemäßer Ansatz. In der Strategie wurden die Ziele für den Verbraucherschutz in einem entsprechenden strategischen Rahmen mit konkreten Maßnahmen erarbeitet und das in einem doch relativ engen Handlungsspielraum zwischen den gesetzgeberischen Zuständigkeiten auf der Bundesebene und auf der europäischen Ebene, aber eben auch dann mit viel Verantwortlichkeit in der Kommune. Was ist nun aus dieser Strategie geworden und was hat sie bewirkt? Zu dieser Frage hat das Verbraucherschutzministerium die IFGE, Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung, mit einer Evaluierung beauftragt. Mit gutem Gewissen kann ich sagen, die Landesregierung hat sich nicht auf den Lorbeeren einer fertigen Strategie ausgeruht. Nein, sie hat sie mit Lehm erfüllt. Und diese Evaluierung hat ein sehr positives Ergebnis. Das sind nicht die Ergebnisse, die wir entsprechend uns irgendwo zurechtgemacht haben, nein, sondern ein unabhängiges Institut. Und ich denke, auch das kann auch die Opposition mal mit Recht positiv anerkennen. Dort wurde entsprechend deutlich, von 38 in der verbraucherpolitischen Strategie aufgeführten Maßnahmen wurden laut Evaluierungsbericht 27 in vollem Umfang und 11 teilweise umgesetzt. Und wenn teilweise 11 nur umgesetzt sind, hat das auch daran natürlich seinen Charakter, dass viele Maßnahmen eine dauerhafte Auswirkung und Charakter haben, die natürlich nicht in einem bestimmten Zeitraum umsetzbar sind, sondern immer wieder aktuell und fortführend sind. Natürlich, und das ist das auch für uns, was der Anspruch ist, sind viele Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt worden und dort wollen wir auch anknüpfen. Der verbraucherpolitische Alltag zeigt, dass es an neuen Aufgaben und Herausforderungen nicht mangelt und die Verbraucher in Brandenburg weiterhin zu Recht nachfragen und auch verunsichert sind. Auch wenn 66% der Bürgerinnen und Bürger sich einer Forsa-Umfrage vom letzten Jahr zufolge hinsichtlich ihrer Interessen und Rechte als Verbraucher gut geschützt fühlen, sind es immer noch 33%, bei denen es nicht der Fall ist. Und hier ist unser Anspruch, auch genau diese Brandenburger mitzunehmen, ihre Zweifel abzubauen und natürlich auch bei Ihnen den Schutz gewähren, den jeder Verbraucher in diesem Land verdient hat. Wie gut sich Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt fühlen, hängt natürlich auch sehr stark vom Themenfeld ab. Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, wie beispielsweise eben Friseur oder auch Werkstätten, sieht man, dass 82% keine Probleme haben. Jedoch, und da kommen wir zu der Herausforderung, halten nur 32% der Befragten den Schutz beim Nutz im Internet, zum Beispiel beim Online-Kaufen, als nur ausreichend. Nur 32% der Befragten. Und bei dieser Problematik steht gerade insbesondere bei 70% derjenigen im Vordergrund das Thema Datenschutz. Und zu Recht wird dort gefordert, von der Politik mehr zu tun. Ich sage nur das Stichwort, die bevorstehende Fusionierung von Facebook und WhatsApp, die deutlich macht, wie wichtig es ist, dass der Datenschutz insbesondere auch im Internet
eine große Berücksichtigung haben muss. Und daran wird deutlich, und das ist für uns auch der aktuelle Ansatz, zu sagen, hier sind Schwerpunkte zu setzen in der Fortschreibung der verbraucherpolitischen Strategie. Uns ist es wichtig, dass insbesondere im Bereich der Digitalisierung, im Bereich des Datenschutzes in den nächsten Jahren wir weiter ansetzen und den Verbraucher weiterhin stärken und unterstützen. Und den Verbraucher stärken und unterstützen wir einerseits natürlich durch entsprechende Gesetzgebung, aber andererseits unterstützen wir ihn auch durch eine gute Beratung. Durch eine gute Beratung, die wir haben, durch unsere Verbraucherzentrale im Land Brandenburg, die sehr gute Arbeit leisten. Und an dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Verbraucherzentrale Brandenburg tätig sind und beraten. Und da uns diese Arbeit besonders wichtig ist, hat eben die rot-rote Landesregierung eben die Verbraucherzentrale Brandenburg in den letzten Jahren auch weiterhin gestärkt. Wir haben entsprechend den Herausforderungen den Zuschuss für die Verbraucherzentrale erhöht. Und die besondere Stellung der Verbraucherzentrale wurde auch anhand der Umfrage deutlich. Ja, viele Bürgerinnen und Bürger informieren sich im Internet oder bei den Nachbarn oder Bekannten. Ob das immer zielführend ist, ist die Frage. Jedoch sagen 21% der Befragten, dass sie schon bereits mal Kontakt mit der Verbraucherzentrale hatten. Aber, und das ist viel wichtiger, 61% sagen, wenn sie etwas hätten an Problemen, würden sie auch zur Verbraucherzentrale gehen. Interessant ist, und das ist für uns auch insbesondere als Linke ein wichtiger Ansatz, dass es deutliche einkommensabhängige Unterschiede gibt. 84% der Menschen mit einem Monatseinkommen über 3.000 Euro informieren sich im Internet, aber nur 38% der Menschen mit einem Einkommen unter 1.500 Euro. Umgekehrt, wenn sich 47% der Geringverdienerinnen direkt an unsere Verbraucherzentrale. Die Internetseiten der Verbraucherzentralen werden wiederum überwiegend nur von Menschen mit einem Abitur genutzt. Also das heißt, andersrum, die Menschen, die einen nicht so hohen Schulabschluss haben, nutzen nicht die Internetangebote der Verbraucherzentrale, sondern nutzen auch hier wieder den direkten Kontakt. Daher ist es für uns wichtig, dass niemand wegen seines sozialen Status von der Wahrnehmung von Verbraucherrechten und vor allem von der Verbraucherberatung ausgeschlossen wird. Die Angebote, die wir hier anbieten, gemeinsam mit der Verbraucherzentrale, müssen zielgruppenspezifisch sein und das ist mir besonders wichtig, insbesondere auch für den ländlichen Raum, es muss neben den Internetangeboten auch weiterhin eine direkte Beratung möglich sein. Und die von mir zitierte Umfrage liefert, denke ich, viele Argumente, die deutlich machen, warum es notwendig ist, ganz aktuell an der Fortschreibung der verbraucherpolitischen Strategie weiterzuarbeiten. Erlauben Sie mir auch noch mal andere Aspekte aus der Umfrage hervorzuheben. Eine große Mehrheit möchte nachhaltig produzierte Produkte und eben mehr Informationen darüber haben, quer durch alle Alter- und Bildungsschichten. Das Thema Tierwohl und Tierhaltung, wissen wir, gehört zu einem der größten Themen, nicht nur hier bei uns in Brandenburg, und wird immer wieder heiß diskutiert. Dies ist aber nicht nur eine ethische Frage. Der Skandal um die verseuchten Fipronil-Eier und die Nachricht, dass amtliche Untersuchungen bundesweit bei der Hälfte der untersuchten Hähnchenfleischproben antibiotikaresistente Keime festgestellt haben, verdeutlicht, wie direkt die Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen sind. Und daher ist es für uns wichtig, dass es nachvollziehbare Produktkennzeichnungen gibt und wir darüber entsprechend auch die Debatte führen müssen, eben auch zum Beispiel was die Tierhaltungskennzeichnung beim Fleisch angeht. Oder eben, zurückzukommen beim Thema Eier, auch wenn wir, ich sage mal, jetzt Glück hatten, dass es keine verseuchten Eier im brandenburgischen Handel gab, ist aber deutlich geworden, wie wichtig ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit haben, überhaupt zu erfahren, woher das Produkt, in dem Fall die Eier, herstammen. Nicht jeder nutzt die Gelegenheit, so wie ich, sein Frühstücksei beim Bauer des Vertrauens zu holen, um zu wissen, von wem es kommt. Sondern viele sind natürlich darauf auch angewiesen, im Supermarkt entsprechend die Produkte zu kaufen. Daher ist es uns wichtig, einerseits eben die Produktkennzeichnung und andererseits hier in Brandenburg auch die regionalen Kreisläufe und eben unsere regionalen Produzenten weiter zu stärken, weil das ist auch ein wichtiger Akzent für einen starken Verbraucherschutz in Brandenburg. Noch ein Wort zum Dieselskandal und der Verantwortung auch der CDU-geführten Bundesregierung. Dieser wird häufig ja als Problem der
Automobilwirtschaft dargestellt. Jedoch, ja, die Kanzlerin war eben bei der Automobilwirtschaft. Und jetzt komme ich genau zu dem Problem. Jedoch, finde ich, sind die Leidtragenden eben die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und daher ist es wichtig, dass eben in diese Debatte eben dorthin auch der Fokus gerückt wird, dass eben nicht nur geschaut wird von der Bundesregierung, wie man sich um die Wirtschaft sorgt, nein, sondern auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger und der Verbraucherinnen und Verbraucher berücksichtigt wird. Daher fordern wir die Einführung der Musterfeststellungsklage, mit deren Hilfe Verbraucherinnen und Verbraucher gemeinsam ihre Schäden geltend machen können, die durch dasselbe rechtswidrige Verhalten eines Unternehmens entstanden ist. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, in Brandenburg haben wir ein gutes Fundament für einen guten Verbraucherschutz. Daran wollen wir anknüpfen und mit der Fortschreibung der verbraucherpolitischen Strategie ganz aktuell natürlich uns auch den aktuellen Herausforderungen und Problemen stellen, damit auch zukünftig wir in Brandenburg einen starken Verbraucherschutz haben, wir gemeinsam für mehr Verbraucherrechte, für mehr Verbraucherzufriedenheit, ja eben für mehr Lebensqualität der Brandenburgerinnen und Brandenburger agieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir setzen die Aussprache.